Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht deines Amerikaners. Heute bin ich in Deutschland bei einer Distillery Only. Das heißt, man kann es nur vor Ort bei der Sauerländer Edelbrennerei abholen. Das ist die Olo Raven. Also eine 3 Jahre alte Vollreifung in Oloroso Sherryfässern. 70 Euro, 0,7 Euro am Liter Flasche, 46,2%. Gibt es nur 900 Flaschen davon, wurde im Mai 2015 destilliert. Und das Problem ist, bei der Sauerländer Edelbrennerei, die wurden von ihrem eigenen Erfolg überrollt. Das heißt, im Grunde ist momentan alles ausverkauft. Die Flasche gibt es noch. Die haben 900, man kommt hin, aber alles, was irgendwie Onlinehandel und so weiter, der McRaven und auch diese Thousand Island, Thousand Mountains, was sie hatten da, was auch eine Eile fasst, die sind so gut, so viele Leute wollten so viel haben, dass erst, ich habe mit Thomas denn dort bei der Interwhisky in Frankfurt ein Interview geführt und er sagte praktisch im Jahr 2000, 20, glaube ich, ist das. Kann auch sogar 21 sein. Werden sie endlich so viel haben? Denn die haben erst, ja, es muss eigentlich dann 2020 sein. Die brauchen ihre 3 Jahre denn da. Denn erst 2017 haben sie angefangen, wirklich auf den großen Brennblasen zu produzieren. Alles haben sie zurückgelegt. Und jetzt ist die Frage, ab wann darf man das wirklich hier verkaufen? So, eine Olo Raven. Ololoso Sherry Cask. Jupp, kriege ich. Und ich kriege, und da werde ich mich echt nie darüber hinwegkommen, mein Sauerbraten. Also, gib mir alles, was du willst momentan, denn von der sauerländischen Edelbrennerei. Und ich werde ranriechen und sagen, der typische Charakter, ich habe einen armen Schweinebraten mit Rotkohl vor mir. Ja. Genau, das für mich ist eine Art Milchsäure ist, was da drin ist. Und das hat für mich in mein Gehirn eine gewisse Verknüpfung und ich kriege das nicht raus. Mein Vergleichswhisky ist aus Österreich, allerdings ein PX-Vollreifung mit 56,5%. Der hat sehr gut abgeschnitten. Ich dachte, Österreicher gegen Deutsche könnte man mal machen. PX gegen Oloroso. Fassstärke gegenüber 46,2%. Das war auch mein Control Whisky, der ist gut. Also ich bin erstaunt, wie gut der Pfanner ist. Der Oloroso war kein First Fill. Ich wäre überrascht, wenn es tatsächlich Second Fill war. Ich habe es schon einmal eingeschenkt, ich werde mir noch was einschenken und dann nippe ich und kommt ein bisschen Wasser da rein, um zu sehen, ob ich das ein bisschen aktivieren kann, ein bisschen entfalten kann. Viele Leute haben auch diese Milchsäuren aus Babykotze. Also wenn ein Baby einfach mal der Flasche bekommen hat oder gestillt wurde, ein bisschen rülpst, kommt ein kleines bisschen manchmal was hoch und das ist leicht säuerliche Sache. Nicht schlimm, keine Kotze, aber ein kleines bisschen diese Milchsäure, was da mit dabei ist und der schwingt auf jeden Fall hier immer mit. Für mich. Also, ich bin immer wieder erstaunt. Es gibt bestimmt Rezepturen, die ich wirklich wahrnehme, die andere Leute nicht wahrnehmen. Genau wie ich verschiedene Farben sehe, die andere Leute nicht sehen. Ich unterrichte Englisch, wie ich schon mehrfach berichtet habe. Kommt Mädchen in der Klasse, sagt Jason, wie heißt denn Rose und wie heißt Pink auf Englisch? Ich sag Pink. Sie sagt, ja, wie heißt Rose? Ich sag Pink. Sie sagt, wie heißt Pink? Ich sag Pink. Sie sagt, ha? Ich sage, ja, es gibt nur eine einzige Farbe dafür auf Englisch, Pink. Also es gibt kein Rose und Pink, das ist eine einzige Farbe. Und ich bin ziemlich sicher, auf Russisch gibt es zwei verschiedene Grüntöne, was sie einmal bläuliches Grün, einmal Grün haben. Auch bei uns auf Englisch haben wir Purple and Violet. Also ich habe noch nie jemanden auf Deutsch gehört, der gesagt hat, das ist jetzt hier Violett und das ist dann von mir aus dann Purpur ist noch nicht so rot. Also was wäre denn der, ja, genug. Ja,
Ihr versteht, manchmal sieht man Dinge, manchmal hört man Dinge, manchmal riecht man Dinge, die andere gar nicht so wahrnehmen können. Und hier ist da etwas, was ich wahrnehmen kann, offenbar. Und es gibt andere Leute, gerade eben bei Sherry, weil ein bisschen ein Hauch von Schwefel da ist. Da ist der No-Nonsense Whisky. Vin, er hat eine unheimlich empfindliche Nase, was Schwefel angeht. Bei mir ist es nicht so. Bei mir, wie ihr kennt, das sind meine überempfindliche Rauchknospen an meiner Zunge, die so etwas nicht durchgehen lassen wollen. Oder langsam erst Highland Park genehmigt. Der hat noch Pfeffer. Ohoho. Also, mein Control-Whisky war das hier, das war fast stärker. Das hat mehr Bumm im Mund als das. Wow. Das ist noch heftig. Bisschen Eiche, ich kriege ein bisschen Hafer. Ja, tatsächlich Hafer da hinten. Interessant, interessant. Also, ich nehme stark an, dass das ein Single Malt ist. Stand bei mir nicht drauf. Ist, glaube ich, zu 100% gemälzte Gerste. Ja, also würdest du mir sagen, dass da wirklich viel Sherry da drin sein soll, viel Oroloso, würde ich sagen, echt? Und Holz, Schweinebraten mit einer dunklen, fetten Soße und ein bisschen Rotkohl an der Seite. Ich krieg hier nicht meine Oroloso raus, wie ich will. Nur drei Tropfen erst einmal. Ich bilde mir ein, da ist ein bisschen Frucht dahinter. Jo, okay. Fana, PX, Einzelfassabfüllung, 56,5%. Ah, PX. Boom, Sherry-Bombe. Das ist keine Sherry-Bombe. Wesentlich weniger Boom im Mund als hier. 46, 56. Da ist Alkohol, logisch. Aber das ist nicht eine pfeffrige Explosion in meinem Mund, wie hier gerade am ersten Mal. Der ist gut. Mann, der ist gut. Da war eine schöne, schöne, aktive Fass dann da. Letztes Mal, sonst kriegt er bei mir ein 3 Minus. Minus. Was wirklich hier super schön war, ich hatte noch PX-Momente im Mund. Und das kam zusammen mit dem Olo Raven. Und das hat sich wirklich in meinem Mund so eine wohlige, angenehme Moment mit der typische Brennerei-Charakter im Hintergrund. Ja, 3 Minus. Meins ist es nicht. Ich bin nicht begeistert. Ich finde die Jungs dort vom Sauerländer Edelbrennerei genial. Ob das Julian ist, ob das Thomas oder ob sonst jemand. Ich finde das, was die da machen, absolut cool. Ich wünsche denen alles Gute, denn da, ihr Konzept geht offenbar auf. Wenn die schon ausverkauft sind für die nächsten Jahre, ist das schon eine hammermäßig tolle Erfolgserlebnis, denn da. Schöne Flaschen, schönes Konzept. Toller Ort. Ich werde irgendwann vor Ort auch denn da sein und das auch denn hier besichtigen und einfach mal miterleben. Ja, was soll ich sagen? Preis-Leistung 70 Euro. Ach, 3 minus minus auch. Irgendwas muss man haben für die Gäste, die da vorbeikommen und so sagen, hey, wir machen eine Besichtigung. Was können wir mitnehmen? Und das war eine gute Idee, das denn so zu tun. Meine Vermutung ist, dieses Oloroso share ich. Fass wurde schon einmal natürlich benutzt dort. Das ist ein Second, beziehungsweise, ach, mein Mund sagt eher ein Third Fill. Also es ist ein dritten Mal belegt wurde, dieses Fass.
Aber ist okay. Warum nicht? Alles gut. Meine Frage des Tages ist, welche Whisky, natürlich, mit Ololoso Finish, nee, ich will Vollreifung. Welche Sherry Vollreifung Whisky gefällt euch am besten? Ja, also viele haben noch niemals eine Vollreifung in den Sherry-Fass gehabt. Manche haben es schon gehabt, aber man muss ein bisschen überlegen, welche, also von allen die Whiskys, die da draußen sind, gefällt euch am besten. Und ich sehe, was ihr nicht seht. Und ich werde wahrscheinlich etwas einfach mal sagen, was absoluter Hammer war. Das war hier die Bunne haben. Das war ein Limited Release. Das war ein Petrus Jimenez. Es hat nur ein Finish gehabt. Scheibenkleister. Ich dachte, das wäre eine Vollreifung gewesen. Jason lässt hier nach. Also, der ist toll. Der ist richtig toll. Also, welche könnte ich sagen, hat eine Vollreifung hier in Sherry? Oh ja, genau. Ich muss einfach mal Abelor sagen. Wo haben wir das? Ja, ah, da haben wir das. Ja. Aha. Jetzt haben wir unser Abelor. Abuna. Also, Original Cast Strength. Matured exclusively in Sherry Odoloso Sherry Butts. Das ist hier Batch Nummer 59. Ah, das ist wahrscheinlich für mich mein allerliebste. Was ist für euch euer liebste Sherry-Reifung? Gut, Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Liken, abonnieren, immer wieder auf meine Sample-Liste schauen und dann über Amazon draufklicken, was anders kaufen, hilft sehr. Und wir sehen uns dann da am Sonntagabend spätestens, hoffentlich beim Livestream. Sonst jeden Tag um 17:30 Uhr kommt ein Video. Bye, bye.